Heizungsverbot und Zwangssanierung, das sind zwei der Schlagworte, die derzeit durch die sozialen Medien wie aber auch die journalistischen Medien gehen. Meistens sind es dann eher so die Kanäle, wo es dann sowieso immer gegen die Regierung geht, egal was die Regierung auch immer beschließt, das ist immer alles irgendwie negativ. Und so werden diese Dinge dann auch teilweise dargestellt, dass dann Heizungen rausgerissen werden aus Bestandsgebäuden, weil das dann eine Gastherme ist oder eine Ölheizung und dann muss zwangsweise eine Wärmepumpe eingebaut werden, egal ob das in dem Haus passt oder nicht. So oder so ähnlich werden die Horrorszenarien dargestellt und wir wollen uns im heutigen Video doch mal ganz nüchtern ansehen, was ist denn überhaupt dran, was will die Bundesregierung, was will das EU-Parlament, was haben wir unter Verbot und Zwangssanierung zu verstehen, wie sind die Pläne und was müsste man vielleicht da noch ein bisschen verbessern, damit das Ganze auch vernünftig funktioniert. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ich bin ja echt ganz froh, dass wir das mit der Wärmepumpe letztes Jahr hinbekommen haben, damit ich schon mal für einen kompletten Winter hier unsere Daten zeigen kann. Früher mit der Gastherme geheizt, Gasbrennwerttherme mit im Durchschnitt 24.000 Kilowattstunden Gasverbrauch. Jetzt mit der Wärmepumpe werden wir irgendwo so zwischen 4, 4.500, 5.000 Kilowattstunden landen in diesem Winter. Und wir zeigen halt die realen Zahlen hier mit unserem Bungalow. Die ganzen Hausdaten habe ich wie immer in der Videobeschreibung stehen, da könnt ihr euch das mal abgleichen. Und ja, es gibt Leute, die sagen 19 Grad Wohnraumtemperatur, das ist nicht normal, das ist nicht repräsentativ. Ja, unser Gebäude ist aber auch nicht normal und repräsentativ. Wir haben riesen Dachfläche, wir haben Flachdach, wir haben Außenflächen ohne Ende durch diese U-Form, die unser Bungalow hat. Und das ist halt auch nicht gerade repräsentativ. Aber zählt halt 10, 12, 15% drauf auf das, was wir verbrauchen, dann habt ihr ungefähr die Werte. Und hier handelt es sich halt auch um einen unsanierten, aber schon teilweise gedämmten Bau aus den 80er Jahren und ich habe gerade wieder in einem Video gelesen oder gehört von einer linken Politikerin, dass Häuser aus den 80er Jahren, die Wärmepumpe geht überhaupt nicht. Und wir haben bei uns auf dem Kanal schon viele Kommentare gehabt, weil wir auch eine super Community haben, die sehr gute fachliche Hintergründe hat, wie man sich da mal rantasten kann, ob eine Wärmepumpe für das eigene Gebäude sinnvoll ist oder nicht, indem man halt die Heizkurve senkt und die Vorlauftemperatur runtersenkt und mal guckt, kriege ich die Räume trotzdem noch warm, indem ich die Thermostate dann ordentlich aufdrehe. Das ist eine Möglichkeit, um das rauszufinden. Und oftmals kommt man dann schon auf 55, 50 Grad runter, wo auch eine Wärmepumpe schon vernünftig arbeiten kann. Und dann, wenn man noch die Radiatoren austauscht, alte Heizungen, die sind halt nicht so effizient und dann vielleicht noch Ventilatoren dran bauen, da gibt es ja auch Möglichkeiten, recherchiert das mal im Internet, dann kann man schon mit einer Wärmepumpe auch in einem älteren Gebäude sehr gut wärmen, ohne dass man für 100.000 Euro oder mehr saniert. Bei der Sanierung muss man eh mal sehen, wir haben es ja auch gemacht, was lohnt sich überhaupt? Ich muss halt einen Energieberater haben, der sagt mir, was kann ich überhaupt sanieren und dann muss ich mir Angebote einholen und muss mir dann natürlich ausrechnen, wenn ich das mache für das und das Geld, was bringt mir das an Heizersparnis und dann muss ich über die Jahre, die ich hier noch wohnen will, natürlich ausrechnen, macht das überhaupt Sinn? So sollte man schon vorgehen. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was haben denn die Bundesregierung und das EU-Parlament vor in Sachen Wärmepumpe und Sanierung und da schauen wir uns doch die einzelnen Punkte mal an. 2024 ist also das Jahr, ab dem die Regierung möchte, dass nur noch Heizungen mit 65% regenerativer Anteil verbaut werden. Das gilt natürlich jetzt nicht für jede Heizung, sondern das gilt nur für Heizungen, die komplett erneuert werden. Das heißt, Reparaturen sind noch möglich. Man muss gucken, wie alt ist die Heizung. Wenn sie über 30 Jahre alt ist, dann soll sie halt auch ausgetauscht werden. Und dann gibt es natürlich die Sache, dass man dann gucken muss, was nehme ich denn dann für Heiztypen, mit denen ich heizen kann. Da gibt es natürlich als allererstes die Wärmepumpe oder auch die Split-Klimaanlage, was ja viel auch bei YouTube berichtet wird, erfolgreich. Und da ist man dann natürlich bilanziell zu 100% auf der sicheren Seite, aber es gibt natürlich auch die Biomasseheizungen, wie zum Beispiel Hackschnitzelheizungen, Pelletheizungen. Dann gibt es aber auch noch die Fernwärme. Gerade im urbanen Bereich werden ja viele Haushalte auch ans Fernwärmenetz angeschlossen. Das muss natürlich über lange Hand vorbereitet werden, wo es noch nicht der Fall ist. Bei uns hier in der Nachbarstadt, da haben wir das schon sehr gut ausgebaut. Und dann gibt es natürlich noch die bivalenten Heizungen, das heißt eine Mischung aus fossil und regenerativ. Strom wird hier als regenerativ angesehen. Warum? Ja, weil Strom natürlich
über die Jahre immer sauberer ausgebaut werden soll mit Wind und Solar und Speichern. Und dann erhöht sich natürlich der oder verringert sich natürlich deutlich der Anteil der fossilen Emissionen daraus, der CO2-Ausstoße. Und das ist halt ein Plan, der geht über mehrere Jahre. In Deutschland wollen wir 2045 klimaneutral sein. Die EU hat gesagt 2055 spätestens. Und das verfolgt man halt und man macht halt parallel den Hochlauf der Elektromobilität, den Wärmesektor und natürlich die Stromerzeugung muss natürlich auch mitlaufen. Und das Ganze kann man nicht einzeln für sich denken, sondern das muss man als Gesamtwerk betrachten. Und deshalb halt jetzt auch der Schritt 2024 keine neuen Gasthermen mehr, keine neuen Ölheizungen mehr, weil wenn wir denken, dass die 25 Jahre noch laufen, ja, dann sind wir im Jahr 2049 und damit ist das Ziel verfehlt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja schon gesagt, die Bundesregierung muss längerfristig denken als nur bis 2030 oder 2035. Und deshalb diese Pläne hier, das Ganze parallel voranzutreiben. Ja, wer also jetzt die Heizung tauschen muss, das werden nicht so furchtbar viele sein, weil viele haben ja über das KfW-55-Programm noch Häuser mit Gasthermen gebaut in den letzten Jahren. Die müssen halt auf Wärmepumpe oder ähnliches umsteigen. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten und da muss man halt auch sehen, wofür ist mein Haus denn geeignet? Was macht denn da am meisten Sinn? Und dann ist es halt vollkommen sinnlos, wenn ich jetzt in diesen Zeiten immer noch neue fossile Heizungen einbaue, die komplett nur fossil laufen. Das kommunale Gasnetz wird definitiv nicht für Wasserstoff aufgefrischt. Das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Das hat damals auch Patrick Reiche, der Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, gesagt. Die Stadtwerke sollten da nicht mehr groß in die Zukunft ihrer Gasnetze investieren. Wasserstoff, dafür werden wir die Netze fit machen, die zentral laufen, die zu den Speichern laufen, aber nicht die Netze, die in jedes Haus laufen, damit dann irgendwie die Gastherme mit methanisiertem Wasserstoff betrieben werden kann. Das wird es sicherlich nicht geben. Und deshalb ist das auch nicht der Plan, den man verfolgen sollte. Daher halt diese Maßnahme ab 2024, alles, was älter als 30 Jahre ist oder definitiv nicht mehr reparabel ist, das muss halt gegen 65% regenerativ ausgetauscht werden. Wer das finanziell nicht wuppen kann in dem Zeitraum, der kann auch für 3 Jahre übergangsmäßig eine Gastherme wieder einbauen. Ja, da fragt man sich auch, was soll das? 3 Jahre und dann baue ich sie wieder aus? Nein, natürlich nicht. Aber nach 3 Jahren muss man dann zumindest sehen, dass man mit einer Wärmepumpe das Ganze bivalent danach betreibt. Das ist längst nicht so ein Aufwand, wie wenn man jetzt komplett alles auf Wärmepumpe umstellt, sondern man hat einfach nur eine Wärmepumpe dazu, die dann halt noch den regenerativen Anteil dazu bringt. Alternativ kann das auch eine Solarthermie sein. Das kann auch alles sein. Aber es geht halt nicht mehr, dass wir 100% weiterhin fossil unsere Gebäude beheizen, weil dafür ist der Anteil des CO2-Ausstoßes im Wärmesektor einfach viel, viel, viel zu groß. Ja, und wer jetzt meint, Wärmepumpen sind ja auch nicht sauber, ja klar, die nutzen auch den Strommix im Winter. Wenn wenig Wind weht, dann sind sie sehr schmutzig. Wenn viel Wind weht, dann sind sie sehr sauber. Man darf aber nicht vergessen, wie bei unserem Beispiel, von 24.000 Kilowattstunden Gas auf 5.000 Kilowattstunden Strom runter. Das ist halt die Effizienz der Wärmepumpe. Das ist deutlich sauberer, als wenn wir weiter mit der Gasheizung heizen. Und das Ziel ist halt, und die Wärmepumpe hat das Potenzial, dass sie halt von Jahr zu Jahr sauberer wird durch den Ausbau von den erneuerbaren Energien. Diese Option hat die Gastherme schlicht nicht. Die bleibt immer auf ihrem Stand. Das ist einmal der CO2-Ausstoß des Gases bei der Verbrennung, dann aber auch bei der Wertschöpfung. Da gibt es die berühmten Methanleckagen, wo dann Methan von selbst in die Atmosphäre rausgeht und 25 mal schädlicher ist als CO2 für den Treibhauseffekt. Und ja, deshalb dieser Schritt, der jetzt halt einfach notwendig ist, dass wir im Wärmesektor mal loslegen. Dann gibt es hier jetzt Meldungen, die komplett konträr dazu verlaufen. Da ist dann von einem Wärmepumpenverbot die Rede. Worum geht es da? Da geht es einfach um Wärmepumpen, die mit schädlichen chemikalischen Substanzen arbeiten. Das sind die, ich habe es mir aufgeschrieben, die sogenannten PFAS, die per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Kein leichtes Wort, habe ich rausgesucht. Das sind solche sogenannte Ewigkeitschemikalien. Das heißt, die werden nie zersetzt, die werden nie abgebaut, sind dazu noch krebserregend. Im Normalbetrieb ist es kein Problem, weil es ja in einem geschlossenen Kreislauf läuft. Aber wenn da irgendwelche Leckagen auftreten, dann wird das Gas natürlich freigesetzt, die Chemikalie. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Was heißt das jetzt?
Die Wärmepumpen werden abgerissen und verschrottet. Nein, natürlich nicht, sondern sie müssen einfach fit gemacht werden für verträglichere Substanzen wie zum Beispiel Propangas. In unserer Wärmepumpe ist Propangas drin. Das ist nicht ganz so effizient, aber dadurch natürlich deutlich umwelt- und klimaschonender und auch für den Menschen wesentlich gesünder. Und da muss der Hersteller dann erstmal das Okay für geben. Aber da müssen wir halt hinkommen, dass dann diese Wärmepumpen im Zweifelsfall umgerüstet werden. Aber da muss natürlich nicht eine komplett neue Wärmepumpe verbaut werden. Das sollte auch klar sein. Das EU-Parlament hat eine Änderung der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie zugestimmt, wonach es darum geht, dass alle Gebäude, die schlechter isoliert sind als Effizienzstandard E, bis 2030 auf diesen Effizienzstandard E gebracht werden müssen und alle Gebäude danach ab bis 2033 auf den Effizienzstandard D. Wir können uns jetzt mal angucken in der Tabelle, was das bedeutet. Hier haben wir also einmal die Auflistung der Effizienzstandards von Gebäuden und da sehen wir, hier unten H und G sind schon ziemlich hoch, was den Verbrauch an Energie pro Quadratmeter bedarf. Und wir reden halt hier von den Klassen E, die 2030 erreicht werden soll und D, die 2033 erreicht werden soll. Bei E liegen wir im Bereich 130 bis 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr und bei D bei 100 bis 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr und dann geht das halt in den oberen Bereichen noch weiter hoch und A plus ist dann unter 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Nicht ganz klar ist, was genau damit gemeint ist. Ich habe jetzt einfach mal an unserem Beispiel das mal nachvollzogen. Und wir haben ja früher für Wärme ungefähr 20.000 Kilowattstunden an Gas verbraucht. Wenn ich jetzt mal sage, ich habe eine Wärmemenge von 20.000 Kilowattstunden und rechne die auf unsere 120 Quadratmeter hier im Erdgeschoss runter, dann lande ich dabei 166 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr an Energiebedarf. Wenn ich jetzt unseren Keller mal dazu nehme, der eigentlich von der Temperatur her auch nicht viel anders ist und halt auch teilweise von uns bewohnt wird, dann lande ich da schon bei 125 Quadratmetern pro Jahr, Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr und wäre damit schon in der Energieeffizienzklasse D mit drin. Mit dem anderen Wert wären wir knapp über E und damit auch außerhalb des Bereichs, was die EU vorsieht. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wir haben ja gar nicht mehr diesen Energieaufwand. Das ist der Wärmebedarf, den wir haben, aber nicht mehr der Energieaufwand, den wir haben, weil mit der Wärmepumpe haben wir das Ganze ja minimiert und um den Faktor 4 ungefähr gekürzt. Das heißt, wenn ich jetzt mal von der reinen Energiemenge ausgehe, die wir für Wärme brauchen. Ich habe das Warmwasser mal rausgelassen, dann sind wir bei ungefähr 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Und wenn ich das auf unsere 120 Quadratmeter Wohnfläche hier oben runterrechne, ja, dann sind wir nur noch bei 33 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und wenn ich den Keller noch dazu nehme, sind wir bei 25 Kilowattstunden. Und jetzt wird es noch verrückter. Jetzt habe ich noch die Photovoltaik mit reingerechnet. Und der habe ich dann mal 1000 Kilowattstunden zugeschossen, die wir mit der Wärmepumpe direkt aus der Photovoltaik beziehen. Und dann wäre ich bei den 120 Quadratmetern auf 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr runter. Und mit Keller hinzugerechnet wären wir sogar auf 19 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr runter. Gut, das mit der Photovoltaik, das ist individuell, obwohl ich jedem eigentlich nur empfehlen kann, sich eine zuzulegen. Aber auf jeden Fall vom reinen Energiebedarf, den wir haben, da sind wir schon längst weit, weit darunter. Also ich muss mein Gebäude nicht zu Tode dämmen, damit ich diese Werte der EU-Vorgabe erreiche, sondern ich baue mir einfach eine Solaranlage aufs Dach, eine Wärmepumpe in den Keller und dann habe ich das auch schon erreicht. Und dann sind die Aufwände wesentlich geringer, weil wenn ich mir eine Wärmepumpe reinbaue, dann war meine Gas- oder Ölheizung eh fertig. So sieht es ja die Bundesregierung vor. Und dann zahle ich halt nicht allein den Preis für die Wärmepumpe, sondern ich zahle halt nur den Aufpreis von der Gastherme oder der Öltherme hin zur Wärmepumpe. Und die Photovoltaikanlage, das habe ich euch oft genug vorgerechnet, die trägt sich auf die Dauer von selbst. Keine Sorge, 2030 stehen nicht die Sanierungs-Eurocops vor der Tür und prüfen eure Dämmung und eure Fensterscheiben, sondern das Ganze ist an Bestand gebunden. Das heißt, wer sein Gebäude weiter bewohnt, der muss auch nicht sanieren. Der Sanierungsfall tritt erst ein, wenn das Gebäude verkauft oder neu vermietet wird. Ich gehe davon aus, auch wenn es vererbt wird, kann das eintreffen. Dann muss saniert werden. Wenn eine größere Reparatur ansteht, was auch immer darunter zu verstehen ist, dann muss saniert werden, dann soll dieser Standard erreicht werden. Aber
wenn nichts gemacht wird am Gebäude, dann muss auch nicht saniert werden. Allerdings, wie gesagt, muss das jeder für sich selber überlegen, ob er nichts am Gebäude macht, weil auch die fossilen Energieträger werden teurer und teurer. Das ist einfach so, das bestimmt schon der CO2-Preis und dann halt auch die Verfügbarkeit. Deshalb muss jeder für sich selber überlegen, wie er sein Geld investiert. Man muss immer überlegen, wie lange will ich noch in der Immobilie wohnen und macht das Sinn für mich? Das muss man sich dann halt auch mal ausrechnen. An der Stelle noch schnell der Hinweis, Links zu den drei Themen Heizungsverbot, Sanierungspflicht und Wärmepumpenverbot haben wir natürlich unter dem Video auch drin. Da könnt ihr mal reinschauen und euch von da aus weiter durchklicken durchs Netz und weitere Informationen abrufen. Trotzdem gibt es das Ganze nicht für ein Appel und ein Ei, das ist klar, weder das eine noch das andere. Das EU-Parlament hat schon bekannt gegeben, dass 150 Milliarden aus dem Parlamentstopf dafür freigegeben werden sollen. Und dazu kommt dann noch ein Anteil aus dem Klimasozialfonds und der soll auch dafür bereitgestellt werden. Und auch die Bundesregierung hat für ihre Pläne ja schon Finanzierungsmöglichkeiten erörtert. Gerade für die sozialen Härtefälle soll da was passieren. Meiner Meinung nach müsste man eigentlich die KfW-Bank dazu wieder ranholen und zwar so dergestalt, dass jeder einen zinsgünstigen Kredit aufnehmen kann und auch einen Tilgungszuschuss in Förderhöhe bekommt, dass er gar nicht erst so viel Kredit aufnehmen muss und dass dann aber auch jederzeit jede Art der Tilgung möglich sein sollte, dass hier wirklich maximale Flexibilität für die Bürger gegeben sein sollte. Und am Ende muss man einfach sehen, was spare ich denn durch die Maßnahmen ein an Kosten. Eine Wärmepumpe arbeitet effizienter und kostengünstiger als eine Gastherme. Das ist einfach so. Und das belegen wir hier auch mit unseren Zahlen. Und dann muss man halt sehen, was kostet mich der Kredit im Monat und was kann ich aber an Heizkosten einsparen im Monat. Und das muss halt irgendwo passen, dass das ungefähr dem entspricht, was der Weiterbetrieb der Gastherme oder halt die Anschaffung einer neuen Gastherme gekostet hätte. Das sollte so ungefähr in dem Rahmen liegen. Und dann, denke ich mal, kann man diese Pläne auch so umsetzen und damit wirklich dieses Ziel Klimaneutralität bis 2045 respektive EU Fit for 55, also bis 2055, umsetzen können. Viel wurde ja auch gesprochen über die komplett unsanierten Altbauten. In den 70ern gab es ja die erste NEV, also die Energieeffizienzverordnung und das kam halt damals nach der Ölkrise, dann sind die Energiepreise plötzlich gestiegen. Bis dahin war Energie für jeden komplett fast umsonst zu haben und die Zeiten waren dann halt vorbei und die Zeiten sind auch vorbei und deshalb ist es schon fragwürdig, wenn mein Haus aus den 70er Jahren ist und da ist noch überhaupt nichts passiert, dann muss man sich schon fragen, ja, wie stellt man sich denn die Zukunft mit dem Gebäude eigentlich vor? Gas wird nicht günstiger werden und Strom ist zurzeit halt auch relativ teuer, aber das hat auch seine Gründe, das liegt auch hauptsächlich am Gas. Und von daher muss man sich ja wirklich fragen, ist es nicht sinnvoll, ich investiere mal in meine Immobilie oder ich hätte es längst mal gemacht, es gab schon immer Förderungen dafür, es gibt jetzt wieder Förderungen dafür und es gibt sicherlich auch Härtefallregelungen dafür, nur wir müssen ja irgendwie mal rauskommen, wir können ja nicht immer alles weiter vor uns herschieben und nie was tun, da kommen wir ja zu keinem Ergebnis mit und gut, wer jetzt sagt, Klimawandel interessiert mich nicht oder gibt's eh nicht oder ist nicht menschengemacht, das sind ja verschiedene Ansichtsweisen, die es da gibt. Okay, aber die Mehrheit steht dahinter. 97% der Wissenschaftler sagen, es gibt den Klimawandel und die meisten davon sagen, dass er auch durch den Menschen beeinflusst wird. Für mich ist das eigentlich relativ logisch, weil wir Millionen Jahre hat die Erde in einem heißeren Erdzeitalter das CO2 mit Pflanzen und Bäumen und sonst noch was in der Erde versenkt und wir buddeln alles in ein paar 10 Jahren wieder raus oder ein paar Jahrzehnten und schicken es wieder raus in die Atmosphäre. Ja, das ist doch kein Wunder, dass es wieder wärmer wird und zwar rasant und sprunghaft. Und dem müssen wir doch entgegenwirken und das muss man halt jetzt wirklich Hand in Hand tun mit Verkehr, mit Wärme, mit Industrie, mit Energieerzeugung. Das alles muss in einem laufen, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja jetzt werden ja wieder Kohlekraftwerke angeworfen, weil wir jetzt nicht genug Gas haben oder dies oder jenes oder weil Elektroautos und Wärmepumpen zu viel Strom brauchen. Ja, dann müssen wir halt die Regenerativen auch weiter ausbauen. Die Technik ist da, wir haben sie, wir sollten sie jetzt nutzen und wir sollten diesen Schritt in die Zukunft gehen. Was uns allerdings nicht wirklich weiterbringt, sind Quellen, wo immer nur dagegen argumentiert wird. Das bringt uns wirklich nicht weiter, weder bei der Energiewende, noch bei der Verkehrswende, noch bei der Wärmewende. Ja, und das ist halt das Ziel, was wir verfolgen müssen. Und da gibt es halt einen Plan und der sieht halt so aus, wie er jetzt aussieht. Jahrelang haben wir immer gesagt, je länger wir warten und nichts tun, desto radikaler werden die Maßnahmen. Wir haben jahrelang nichts getan, Lobbyismus hat das verhindert, Politik hat das verhindert.
Jetzt sind die Maßnahmen halt ein bisschen radikaler geworden, aber sie sind einfach notwendig und deshalb werden sie jetzt auch endlich mal ergriffen und das ist das Positive, was ich daran sehe. Und technisch ist das alles machbar. Fachkräfte brauchen wir, das ist klar. Wir brauchen das Material dafür, das ist auch klar. Wir werden aber auch nicht von heute auf morgen die Welt umdrehen, sondern wir werden das in den nächsten 20 Jahren tun. Und das haben wir schon mit ganz anderen Sachen hinbekommen und das werden wir sicherlich auch mit dem Klima, dem Schutz vor dem Klimawandel und dem Umbau unserer Sektoren hier hinbekommen. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Wir haben es hier einfach mal vorgemacht. Ich rechne euch alle Werte irgendwann aus. Was haben wir investiert? Was holen wir jetzt pro Jahr raus? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Unsere Zahlen hier, die kriegt ihr immer so, wie sie sind. Und in den Kommentaren wird auch oft kritisch was geschrieben, wenn ich auch mal was vielleicht falsch sehe oder zu schön sehe oder so. Das wird hier auf jeden Fall in den Kommentaren auch vermerkt. Also hier wird nicht nur Lob gehudelt wie bei anderen Quellen, von denen ich gesprochen habe, wo wirklich nur toll recherchiert steht und dies und jenes und sie sind die Größte und sie sollten Bundeskanzler werden oder so. Nee, so eine Community haben wir nicht und da bin ich auch echt froh drum. Und dafür gibt es von mir den Daumen nach oben für die Community. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen und gibt für euch von euch auch einen Daumen nach oben, unser YouTuber Gold. Wenn ihr den Kanal abonniert, seid ihr immer auf dem Laufenden, drückt die Glocke, ihr kriegt eine Benachrichtigung. Gerade was unsere Wärmepumpe angeht, was unsere Photovoltaik angeht, ich glaube, das ist alles sehr spannend. Und bei Instagram sind wir auch vertreten, kündigen auch schon mal Dinge an. Schaut gerne da mal rein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.